Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation. In der letzten Folge haben wir insgesamt 670 Gold gesammelt. Wir haben durch Handel unser Einkommen gestärkt und das ist genial. Denn in dieser Folge können wir uns dadurch ein neues Territorium leisten und das von der Kirche uns kaufen. Da wo unsere Kirche halt steht. Und dementsprechend passen wir jetzt kurz mal die Abbauzonen an. Denn dann will ich nicht mehr, dass er das hier abbaut. So, zack, zack, zack. Sondern ihr kriegt ein neues Abbaugebiet zugeteilt. Und zwar das hier oben. Das eh weg muss, weil da unsere Gebäude hinkommen sollen. Und den da hinten könnt ihr notfalls dann auch wegreißen. Okay. Weil das ist vor allem auch für die Näher. Was macht denn die gerade? Ich habe gerade frei. Die haben nur frei, habe ich das Gefühl, irgendwie. 90% sind... Ich habe frei. Ich arbeite. Ja, jetzt arbeiten alle drei. Okay, die haben auch dementsprechend... Ich sammle Holz. Sammeln alle Holz aus dem nächstgelegenen Wald. Und der liegt ja schön nah noch. Ist ja vorteilhaft. Wir bräuchten... Ah, warte mal, eine Audienz wird gebeten. Ah, er ist schon abgehauen. Hops. Ich glaube, ich habe dich übersehen. Sorry, tut mir leid. Beim nächsten Mal vielleicht. Einem Dorfbewohner fehlt es am Platz für ein Haus. Okay. So, die zwei Plätze sollen das und Brot verkaufen. Wir haben aktuell noch kein Brot. Aber wir müssen halt schauen, dass wir irgendwie vielleicht an Fisch kommen. Haben wir hier jetzt zwei drin, oder? Dann geht Otto hier mal raus. Otto, wo ist Otto? Otto kriegt jetzt Marktarbeiter. Ich hoffe, der geht an den richtigen Platz. Und ist zugewiesen, dass er Fisch macht, oder? Ja, Otto ist für 40 Fisch zuständig. Das ist perfekt. Auf der einen Seite forsten wir hier drauf. Wo ist eigentlich unsere Mitarbeiterin? Wo ist Edith? Edith, ich arbeite. Ich bereite mich auf die Arbeit vor. Wo ist Edith? Ach, das ist Edith. Hier wird keine... Oh, ich habe keine Baumart getroffen. Ich würde sagen, wir tun Pappeln anpflanzen. Wir tun alles mit Pappeln aussehen diesmal. Du machst hoffentlich daraus eh einen schönen dicken Wald, oder? Ich arbeite 64 Meter von daheim. 100% Zufriedenheit. Das ist schön zu wissen. Es fehlt 4 Dorfbewohner an Kirche. Oh. Das heißt also, wir müssen die Kirche wieder erweitern. Ich versuche diesmal das alles ein bisschen in Augenschein zu halten. Das ergibt plus 20 Größe. Das ergibt plus 5. Die Steinerung gibt plus 10. Die gibt auch plus 10. Dann bauen wir hier eine Erweiterung hin. Ne, weil dann können wir da noch Hauptgebäude notfalls dran setzen. Das ist es. Und dann noch Türme. Dass das auch einigermaßen ausschaut. Baubeginn. Und was fehlt es noch? Es fehlt nur an Glauben. Das Essen haben wir mittlerweile dadurch, dass wir den Fisch auch verkaufen, glaube ich, relativ gut geregelt. Die Pappeln wachsen auch. Wo ist dein Boot? Tschüss. Ah. Sie wollen alle befördert werden, aber ich tue nur... Robin, tue ich schon mal upgraden. Den Rest will ich noch warten, bis wir Schneiderei und alles in Genüge haben. Einfach, um die Sicherheit zu haben, ne? Aber wenn wir das jetzt kriegen, dann können wir rein. Wie viel Mehl haben wir eigentlich auf Lager? 40 Mehl schon. Dann tue ich jetzt ein neues Gebäude ansetzen, und zwar die Bäckerei. Die soll hier auch schön hinkommen. Ich würde die am liebsten hier hinsetzen. Ich weiß bloß nicht, ob die Negativpunkte gibt, ne? Das ist es. Aber es ist... wir setzen sie mal hier hin, weil es mich einfach interessiert auch.
Ob die negativ. Sehe ich das jetzt schon im Wohngebiet? Ob die da negativ gibt? Ich weiß es nicht. Aber weil ich noch ein Abbaugebiet, was weg muss. Wie schaut es mit unserem... Ja, wir sind immer noch super dabei. Wir haben zwar mittlerweile mehr Ausgaben als Einnahmen grundsätzlich, aber durch den Handel sind wir relativ gut dabei. Wie schaut es mit den Steinvorräten aus? Liegen bei 42 durchschnittlich. Aber der hat auch schon wieder 3 auf Lager. Das Holz geht, glaube ich, auch langsam wieder. Der holt sich halt immer. Der ist extrem flott beim Hackeln. Und dadurch, dass wir sozusagen nie auch ein Limit erreichen, ist er natürlich auch dementsprechend motiviert, ne? 2 Dorfbewohnern fehlt es an Häusern. Ich kann euch sagen, wo ihr hinbauen dürft. Wohngebiet setzen wir ein neues gleich noch hier an. Oh, warte mal. Ne? Setzen wir das hier so drum an. Dann wird das schon mal weiteres Wohngebiet. Da habt ihr auf jeden Fall mal genug Platz für Häuser. Denke ich. Sollte auf jeden Fall mal passen. Wir haben 27 Leute, ein Neuankömmling. Wie viele Arbeitslose haben wir? 2. Bedeutet, wir können eigentlich dann noch eine Speicher bauen. Wir brauchen eh noch einen zweiten. So. Und bei dem Speicher tun wir dann das Zeug einlagern, was wir brauchen. Und dementsprechend handhaben. Ne? Da wachsen unsere Pappeln schon mal schön. Unser neuer Wald entsteht schon. Das ist super. So, fischst du wieder ohne Boot? Oh. I know what I did there, und das war doof. Ich muss einen neuen bauen und die dann kurz den alten... Wo ist denn die Fischehütte? Ich habe die falsch rum platziert. Und deswegen passiert das dauernd. Oh mein Gott, ich bin doof. Ich bin echt doof. Wie doof kann man sein? Meine Fresse. So, unsere Kirche sollte mittlerweile genügend Platz haben. 40 für 40 Leute. Wir haben noch nicht mal 40. Wir sind gerade mal vielleicht an den 30 dran zum Kratzen. Bedürfnisse. Haben wir alle gut erfüllt. Das ist super. Was braucht die Hütte? 20 Holz. Eieiei, davon haben wir nie wirklich genug auf Lager, heißt Gefühl. Ich glaube, es wäre dann die Forsthütte hier unten bald schon angebracht. Vor allem, der kostet auch 20 Gold, was? Was, minus 50? Oh ja, wir haben wieder Werkzeug gekauft. Oh, das ist unangenehm. Aber unser Dorf ist wenigstens happy. Das ist schon mal wichtig. Die Dorf-Happiness ist wenigstens auf dem Stand der Dinge. Wie viel habt ihr hier auf Lager eigentlich im Armor? Platz 50, okay. Rein theoretisch könnte ich die 5 wegschmeißen dann. Wie schaut das hier aus? Ja, das Holz ist halt problematisch. Kann ich die mal kurz pausieren? Ich pausieren wir mal kurz. Damit die Holzfäller mal ein bisschen Puffer wieder kriegen. Weil die Holzfäller haben echt Probleme gerade. Ja, das Zeug zu kaufen war unangenehm eklig. Die Bäckerei wurde fertiggestellt. Perfekt, dann kommt hier ein Arbeitsloser gleich mal rein. Oder machen wir 2 gleich, damit wir das Brot schneller herstellen können. Wie viele Arbeitslose haben wir denn aktuell? 2. Bedeutet, hier kann noch einer rein aktuell. Und hier. Perfekt. Perfekt, würde ich sagen.
Es hat auch lange keiner nach einer Audienz mehr gefragt, habe ich das Gefühl. Irgendwie ist das sehr ruhig. Was, wir haben schon 4 Brot. Das geht schnell. Ein Mehl und ein Wasser macht ein Brot. Irgendwie kommt da mehr Brot raus, als ich erwartet hätte. Ja, nee, ist klar. Das Geld haben wir schon wieder mit dem richtigen Miese, aber das ist doch den Einkauf der blöden Werkzeuge gewesen wahrscheinlich, ne? Ja, 25. Ah. Aber dafür sollte, ja, nächste Runde sollte wieder positiv sein, wo wir keinen wirklichen Handel mehr brauchen. Und dadurch, dass der Nahrungsverbrauch dementsprechend steigt, ne, ist halt der Rest auch dementsprechend. Also wir verlieren auch dementsprechend mehr Bären, können keine Bären mehr verkaufen. Also hat sich gerade einer entschlossen, bei uns sich anzuschließen, uns. Was ich als Vorteil sehe. Wir tun hier drüben mal hier oben Weizen, Mehl, Brot. Und dich dann Lager leeren. Und dich tun wir hier auf, keine Ahnung, ablehnen. Oder so einfach machen. Geht auch. Damit das Mehl nach da drüben vielleicht transportiert wird, wenn es geht. Oh, der ist schon wieder weg. Mann, die sind so schnell, das sehe ich gar nicht. Und der kommt jetzt an im Dorf. Perfekt. Und hat direkt was zu tun. Die 22 wurden auch darüber verlegt. Perfekt. Die auch auf Fackel, da ist aktuell noch nichts drin. Und der lagert direkt das Brot bei sich ein. Und der eine, der jetzt hier ist, der jetzt... Wir nehmen die Anna. Die Anna darf den Platz hier verlassen. Und die Anna geht jetzt auch auf dem Markt arbeiten und macht den Brotverkauf. Und damit sollten wir dann relativ gut schon stehen. Die Kirche gut ausgelastet, glaube ich. 14 von 40. Hm. 100% Zufriedenheit, das ist doch super. Bedeutet, wir kriegen auch auf jeden Fall mehr Einwohner, würde ich sagen, wenn sie alle happy sind. Die Hütte reißen wir jetzt ab. Löschen, ja. Und dann arbeitet sie automatisch hier. Jetzt hat sie nicht auch ihr Boot. hoppala. Ja, jetzt funktioniert es. Jetzt arbeitet sie mit ihrem Bötchen. Wo muss sie jetzt eigentlich hin? Wo fährt die eigentlich hin? Wenn die bis dahinter fährt, ist ja der Graus. Oh ja, die fährt echt bis dahinter. Dann brauchen wir wahrscheinlich mehr Fischerhütten am Ende, oder? Obwohl, wir haben 50 Fische auf dem Markt. Aber unser Bären sinken stetig ab. Deswegen ich sagen würde, dass wir noch einen Sammler hier unten brauchen. Eine Sammlerhütte. Zwei haben sich angeschlossen. Jawohl. Können wir mehr sammeln und können die Zahl wieder zum Steigen bringen. Sobald die steigt, würde ich irgendwann schauen, ob wir noch einen zweiten Stein mitmachen. Einfach, damit wir mehr Steine verkaufen können, weil wir kommen nie wirklich über das Limit drüber. Glaube ich. Wir haben hier immer einen. Wenn wir zwei haben, dann kommen wir doppelt so schnell über das Limit und dann kaufen die auch vielleicht mehr. Ich weiß ja nicht, ob die vielleicht auch ein Limit sozusagen haben von dem, was sie kaufen. Aber ich würde ja keinen, ich sehe ja keins. Ich bin der Einzige, der irgendwie Limits festlegen kann. Und das wäre natürlich auch praktisch. Das heißt, hier Hilfefenster. High, low. Ohne Zonenzuteilung. Ich kann keine Pflanzen. Förster, was? Wieso kannst du nichts zufügen? Du hast doch voll den Platz hier. Warum machst du nichts? Oder hat der Förster auch einen Radius? Das wäre natürlich beschissen. Dann müsste ich den Förster umsetzen und meine Holzmänner. Ja, scheint so. Bedeutet, ich muss den Förster umsetzen. Und es kostet 50 Gold. Oh Gott.
Aber jetzt habe ich kapiert, was los ist. Der kann nicht mehr als das machen, weil das sein Radius ist. Oh. Hätte ich den sehen können? Jetzt hier das mit den... Ja, Einnahmen sind da halt positiv, aber auch nicht so positiv, wie sie gern hätte. Was bringt denn aktuell am meisten ein? Das müssen wir uns mal anschauen. Jetzt aktuell geht es ja mehr darum, Geld zu machen, vielleicht mal. Holz wird für 5 verkauft, die Steine für 6. Also Steine werden profitabler. Kosten aber, glaube ich, vom Unterhalt mehr. Wenn ich die machen will. Bedeutet, es ist eigentlich schlauer, die hier zu enthalten. Alter, dann schließen sich immer mehr sich anzuschließen. Das ist brutal. Und dadurch gehen wir auch höher. Ha. Dann setzen wir direkt mal hier unten. Nicht Sägewerk, sondern unsere Holzfällerlage kostet 20 Gold. Ich würde gerne das Forsthaus als erstes nochmal hier reinsetzen. So. Dass es wirklich diesen Umkreis auch hat. Also können wir maximal so weit um das Forsthaus rum sozusagen Sachen anpflanzen. Da gibt es also einen Radius, gut zu wissen. Das ist gut zu wissen. Und je mehr Bewohner wir haben, desto mehr Geld kriegen wir. Bedeutet, man muss wirklich hier... Also das Gas geben, was ich sonst immer gemacht habe, war blöd. Und einfach ganz gemütlich. Wir tun nochmal mehr... Das Abbaugebiet tun wir hier mal reduzieren. Weil da ist ja nichts mehr. Und tun hier das Wohngebiet schon mal erweitern. So hin. Ich weiß noch nicht genau, wie groß die Kirche wird, bevor wir sie umbauen komplett. Er wird hier schon mal hinten eine Verbindung hinziehen. Also das Forsthaus macht nichts. Die Festseite macht auch wenig. Das macht zum Beispiel viel. Forsthaus wurde fertiggestellt. Du kriegst auch die Pappel rein. Und tun wir dir noch ein Ahorn auch geben. Und die Hütte reißen wir jetzt eiskalt hier ab. So, löschen. Dann setzen wir den Förster nicht auch hier rein. Abbaugebiet für Holzfäller. Der kommt genau dazu. So. Du hast genau bei unser... Die pflanzt dort, wo wir bauen. Jawohl, easy. Alter, die schließen sich gerade voll viel, sich an sich uns anzuschließen. Das ist ja mal genial. Kostet natürlich auch dementsprechend Geld für uns, aber wir können halt dementsprechend aufstocken, dem hier wieder einen Mitarbeiter extra geben. Und damit können wir halt dementsprechend auch arbeiten, ne? Abbaugebiet tun wir mal verkleinern noch. Dann würde ich sagen, ist das noch alles Aufforstgebiet einfach. So. Dann darfst du hier über noch aufforsten. Damit wir später dann genügend Bäume haben einfach. Holzfällerlage wurde fertiggestellt und dann reißen wir dich ab. Ja. Dann sind eh alle hier eingestellt, oder? Dann mehr Holzfäller noch. Irgendwas mit hoher Präsenz. Ich stecke fest, jetzt nicht mehr. Okay. Hat sich gelöst, hat sich gelöst. Hat sich von selber gelöst, keine Sorge. Easy, easy. Wie viel Arbeitslose haben wir denn aktuell noch? Wir haben nur 3 Holzfäller, also müsste das doch passen. Was hat er denn? Can't find a place to work. Wieso? Hier unten ist doch der place to work. Oh ne, wir haben einen zu viel. Wirst du, kann ich die auch einfach arbeitslos machen? Ja, kann ich. Habe ich 2 Arbeitslose noch?
eigentlich gar nicht mal so doof. Ich bin sicher, ich habe irgendwo Gebäude, die noch Leute verkraften können. Der kann bis zu 5 verkraften. Oh. Okay. Das ist gut zu wissen. Ah, habe ich die nicht mal? Nee, die habe ich schon wieder aufgefüllt. Dann machen wir halt noch eine Fischerhütte. Das ist ja auch eine gute Idee. Noch eine Fischerhütte. Weil halt unsere aktuell echt wenig bringt alleine. Drei haben sie. Alter. Das ist brutal, was hier abgeht. Ich bin jetzt dafür, dass wir auch direkt noch einen Steinmetz bauen, einfach, weil jetzt echtes Geld fließt rein, ne? Das geht nicht wirklich. Wir stehen gerade so stabil, wir haben 200 Brote auf Lager, Alter. Dann müssen wir eh noch einen Schäfer auch bauen, ne? Also wir haben eh noch Gebäude, die gebaut werden müssen auch. Und je besser wir mit dem Geld jetzt stehen, desto besser ist das allgemein. Und dann kaufen wir das und das Gebiet, können hier noch schön Dorfflair hinbringen. Vielleicht können wir hier unten das Wohngebiet mal löschen. Dann würde ich sagen, okay, wir bauen doch bis hierhin aus. Und das hier weg, weil das ist nicht so attraktiv. Und löschen euch eiskalt mal die Häuser. So, tschüss. Braucht jetzt bitte schon... Ach, der ist schon wieder so schön. Was jetzt? Ich stecke fest. Haben wir so viel Arbeitslose jetzt gerade, oder was? Als ob. Als ob. Ja, dann tun wir den Stein jetzt mal auffüllen. Dann ist der auch voll besetzt. Wir bauen noch eine Fischerhütte. Dann können wir rein theoretisch, wenn wir hier unten, können wir das Abbaugebiet mal entfernen. Können wir hier unten einen Schäfer hinstellen, oder? Eine Schäferei. So. So, die Fischerhütte wurde fertiggestellt. Die Fischer rein. Die Steinmetzhütte wurde fertig. Ah, nee, die ist noch nicht ganz fertig. Da fehlt noch Holz. Aber wir müssen nicht auch bald Stoff produzieren. Das fällt mir gerade ein. Stoff wäre gut, bald zu besitzen. Es haben sich null entschlossen, sich anzuschließen, weil es gerade an Gebäuden wahrscheinlich fehlt. Aber die haben so viel Platz für Gebäude, dass das nichts ausmacht. Also ich will halt hier den Platz eher was anderes verwenden noch. Damit wir noch so eng wie möglich aneinander leben können. Es fehlt wieder ein Holz. Ach komm, alle hoch auf Leibeigene. Ah, ich habe euch hier das Gebiet noch nicht freigeschaltet, ne? Schau mal, das müsste jetzt... Ah, er bringt zwei... da fehlt noch eins dann. Drei Leuten fehlt ein Wohngebiet. Ja, das wird sich bald ergeben. Sobald es hier alles in Abbau geht, ist das eh relativ easy. Und tun wir nicht dort noch ein First und nochmal so ein Teil hin. Dann wird hier einfach richtig schön geforstet. Aber diesmal sind wir gefühlt kompakter auch. Was natürlich dementsprechend den Vorteil uns bringt, dass wir einfach nicht so weit geteilt sind, die Leute schneller an deren Jobs sind und sich, glaube ich, deswegen auch ein bisschen wohler fühlen einfach. Ja, so das Geld fließt auch gut. Steinmetz ist fein am Hackeln, beide, glaube ich, jetzt, ja. Ja, sind super am Hackeln. Ein Stein wird 1:1 Steinblock, also ist das 1:1 übersetzt, dauert halt lange. Die Hütten werden auch wieder gebaut. Und das, der Punkt, dass es halt an Gebäuden fehlt, sollte sich auch bald ausmerzen. Irgendwas passt nicht. Low. Ich war nicht lange nicht in der Lage, eine Unterkunft in meiner Nähe meines Arbeitsplatzes zu finden. John. Ja, die werden ja noch gebaut. Keine Sorge, das ist alles noch... Alles in the making. Das dauert einfach ein bisschen. Ne?
Können wir hier einfach nochmal. Wir tun einfach alle rein. Du darfst alles pflanzen, was du findest, meine Dame. Edith, bau, was du willst. Ich bin da offen. Was kostet so eine Hütte eigentlich? 10 Holz. Oh. Dann stellen wir kurz mal die Produktion hier ein. Damit wir genug Holz haben. Um die ganzen Wohngebäude zu bauen. Wir haben jetzt 39, bedeutet, wir kommen dann auch ans Limit von unserem, von unserer Kirche. Oho. Wir haben das Limit gleich erreicht. Wie schaut es mit der Nahrung aus? Die steigt aber wieder, glaube ich, langsam. Langsam, aber gemächlich. 200 Brot ist auf Lager. Es erwartet schlechtes Wetter. Ja, Brot haben wir auf jeden Fall tonnenweise auf Lager. Fisch scheint auch gut da zu sein. Und Beeren haben wir auch noch. Einen kleinen Vorrat. Brot 100 hier allein auf Lager. Eieieiei. Und ich glaube, dementsprechend auch hier drin, oder? Jetzt insgesamt haben wir voll viel auf Lager. Verkaufst du Brot? Jetzt bist du für mich uninteressant aktuell. Du kaufst Brot, aber brauchst 20 gewöhnliche Kleidung. Aber da kommen wir auch bald hin. Dann können wir Brot nicht verkaufen. Dann limitieren wir Brotverkäufe. Die Hütten kommen auch gut voran. Oh, aber ich sehe, Leute. Wir haben schon 26 Minuten. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.